Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Schulungsvideo zum Thema Swingpin Pinsetter. Vor mir steht Servicetechniker Christian Born von Brandswick und heute haben wir das Thema Seilspannungseinstellungen einer Swingpin. Christian, bitteschön. Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir die Seile einer Swingpin Maschine einmal einstellen. Dazu muss ich am 360 Grad Controller erstmal die Maschine, wo ich die jetzt einstellen möchte, die Seile auf Ausschalten. Dann kann ich ja hier über meine Auswahl die Setup-Funktion aktivieren, schalte die Maschine ein. Und die Pins werden jetzt an die höchste Position in die Köcher gezogen und dann bleibt die Maschine stehen. So, dann öffne ich hier vorne meine Serviceklappe und hier befinden sich die Seilspulen. Und die Seilspulen, die kann ich nach links schieben und kann dann dran drehen. Wenn ich jetzt in diese Richtung drehe, nach hinten der Maschine, wird der Pin höher weiter reingezogen, also strammer, und nach unten, nach vorne drehen ist halt lockerer. Wir haben hier so Raster-Einstellungen an den Spulen. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Und dementsprechend kann ich die halt dann, wenn ich dann sie loslasse nach rechts, dann rastet der halt wieder ein. So, wenn der Pin zu stramm eingestellt ist, zeige ich jetzt einmal. Ich drehe absichtlich mal zu stramm. Man sieht, dass die Feder wird oben aufgespannt und die Halterung von der Spule liegt nicht mehr an dieser Welle hier an. Die richtige Einstellung ist, man zieht den Pin so stramm durch Aufwickeln dran, dass die Welle an dieser Halterung anliegt. Jetzt in dem Fall ist es noch zu stramm, also wieder ein Zacken weniger. Und jetzt hört man auch, er liegt an und somit ist das Seil korrekt eingestellt. Das macht man natürlich bei allen. Seilkontrollen sollen bei neuen installierten Maschinen täglich durchgeführt werden, eine Woche lang circa. Danach einmal pro Woche und nach einem Monat reicht es dann monatlich einmal alle Seilekontrollen zu kontrollieren. Die Seile dehnen sich, wenn sie ganz neu sind, halt am Anfang und auch in den Spulen, wie die aufgewickelt sind, da setzen die sich halt richtig rein. Ne? Also damit, das setzt sich halt hier in den Spulen. Deswegen ist es wichtig, dass die Pins, die Seile regelmäßig am Anfang gerade kontrolliert werden. Wenn ein Seil zu locker ist, wirkt sich das nämlich dann so aus, dass der Bremskeil aus der PM1 zurückgezogen wird, dass er sich dann lösen kann, mit dem Resultat, dass der Pin immer oben bleibt und nicht nach unten abgesetzt werden kann. Ja, das war ein kurzes Video zur Seilspannungseinstellung. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Born.